Instrumente, die jetzt auf der Bühne verbleiben, die kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, aber der eine oder andere wird sich fragen, was ist das eigentlich so, alles, was wir da auf der Bühne stehen haben. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy und sehr, sehr glücklich, dass wir in den letzten Jahren doch die Möglichkeit hatten, das Schlagzeuginstrumentarium und vor allem die Stabspiele zu erweitern. Und es ist ja auch so, wir schauen natürlich um einen sehr engen Kontakt mit sämtlichen Musikvereinen in der Region. Und das ist einmal so, dass man mit großer Trommel, kleiner Trommel und Schinell kommt man heutzutage mit der Literatur einfach nicht mehr durch. Das, was Sie jetzt sehen, vorne in der Mitte ist ein Xylophon. Hinten sehen Sie ein Marimba, von Ihnen aus gesehen rechts, beziehungsweise von Ihnen aus gesehen links, also zwei Größenstufen. Ein kleiner Wink an den Verband, sagt man, also das ist ein A-Marimba und ein F-Marimba. Es gibt auch noch ein C-Marimba, das ist noch ein bisschen größer. Das wird uns irgendwann in 3-4 Jahren wahrscheinlich auch einmal ins Haus stehen, weil einfach, also das ist jetzt zum Beispiel von der Abdeckung ungefähr erste und zweite Hürdensprüfung, Musikschulabschlussprüfung, das sind dann noch ein bisschen größer. Also der Level ist schon sehr, sehr hoch, der zurzeit verlangt wird. Hinten das Set kennen Sie ja sowieso, bei uns eben in Rot gehalten, da gibt es noch eine Bongos und hinten die vier Bauten. Wir haben zwei Schlagzeuglehrer, einen eben aus Hohenhofer Gründelmeier und einen zweiten in Kirchberg und Absdorf unterrichtet, das ist der Peter Vorhauer, den haben wir vor 2 Jahren ins Team geholt, weil er sich speziell für Stabspiele, eben alles, was Sie zurzeit auf der Bühne sehen, spezialisiert hat. Ja, einmal haben Sie schon die Tischmusik gehört von den Schlagzeugern und jetzt hören Sie es ganz klassisch mit einem noch eher karibisch angehauchten Stück. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung mit dem Schaukler Stefan, dem kleinen David, der Kim Hildegard, dem Fabian Arbert, dem Jakob Reit, dem Schneider Bernhard und der Leiter von Peter Vorhauer mit dem Sunny Mallets.